Abpfiff gestern in Turin, der definitive Schlusspunkt seiner aktiven Laufbahn. Ein eigenartiges Spiel als Finale einer etwas eigenartigen Karriere. Oliver Bierhoff geknickt, obwohl er 3 Tore erzielte. Sein zweiter Hattrick umsonst. Chievo verliert mit 3:4, UEFA Cup AD. Trotzdem, Bierhoff blickt zurück auf stolze 103 Tore in der Serie A. Nicht schlecht für einen, der eigentlich nur Hobbyfußballer werden wollte. Ich habe Fußball immer sehr gemocht und sicherlich war es auch mein Traum, mal in der ersten Liga zu spielen, in der Champions League zu spielen oder in der Nationalmannschaft. Aber so richtig habe ich nie daran geglaubt. Also mein Wunsch war, Student zu sein, auf die Universität zu gehen und nebenbei Fußball zu spielen. Aber dass es dann letztendlich so gut kommt, hätte ich natürlich selber nie gedacht. Die Karriere des Ausnahmestürmers begann schon sehr früh in Karlsruhe. Mit 17 ging er zu Bayer Uerdingen, sein erster Profivertrag. Danach eine eher holprige Laufbahn in der Bundesliga beim Hamburger SV und bei Borussia Mönchengladbach. Es folgte ein Wechsel nach Österreich zu Casino Salzburg. Und gleich weiter zu Inter Mailand, die ihn bei Ascoli in der italienischen Provinz parkten. Ich hatte das Glück, dass ich in einen kleinen Verein gekommen bin, nach Ascoli Calcio. Das war in der ersten Liga, aber es war eine kleine Stadt von 40.000 Einwohnern und ich musste mich eigentlich direkt eingewöhnen. Und wie er sich eingewöhnte, Bierhoff wechselte zu Udine, in die Stadt der Frecce Tricolore und wurde zum Überflieger. 57 Tore in 86 Spielen, legendär sein in Italien unerreichter Torrekord von 27 Treffern in einer Saison, den er sich mit 2 Treffern am letzten Spieltag sicherte, obwohl er die meiste Zeit verletzt auf der Auswechselbank schmorte. Den größten Spaß fußballerisch hatte ich natürlich in Udine mit Amoroso und Poggi. Das ist einfach super gelaufen, wo ich die 27 Tore gemacht habe. Wir haben uns einfach blind verstanden. Aber auch in der Nationalmannschaft mit Jürgen Klinsmann habe ich eine sehr schöne Zeit gehabt. Und deswegen muss ich sagen, bin ich eigentlich mit all meinen Stürmerpartnern mehr oder weniger zufrieden. So auch beim AC Mailand, der nächsten Station seiner Karriere. Bierhoff trifft in seiner ersten Saison bei Milan 18 Mal und krönt die Saison mit dem italienischen Meistertitel, den er im letzten Spiel in Perugia höchstpersönlich klar macht. Klar, dass Udine und der AC Mailand seine Karriere besonders prägten. In Italien, dass ich Udine ganz hochgebracht habe, bis auf den 3. Platz, Torschützenkönig war, was kein Deutscher geschafft hat, und auch noch mit Mailand Meister und in diesem Meisterschaftsjahr alle 34 Spiele gemacht habe. Insofern habe ich mich mit Sicherheit auch als Stütze dieser Mannschaft gesehen. Der Rest ist bekannt. Nach einem kurzen Intermezzo in Monaco beendet Bierhoff seine Laufbahn in der italienischen Provinz. Ähnlich, wie er sie in Ascoli begonnen hatte. Also es ist was ganz Besonderes. Ich habe mein erstes Spiel in Italien gegen AC Milan gemacht. Das letzte Spiel gegen Juventus Turin. Ich glaube, es ist ein wunderschöner Schnitt. Die beiden Champions-League-Finalisten jetzt. Und ich bin natürlich froh, dass es heute für mich persönlich zumindest nochmal gut geklappt hat und dass ich auch nochmal in einem Stadion spielen durfte, wo einfach dann auch eine gute Stimmung war. Der Mann von Welt tritt ab von der Bühne Profifußball. Aber was nun, Herr Bierhoff? Ja, man kann sich natürlich auf gewisse Momente vorbereiten. Und in Italien sagt man, eine Tür geht zu, die andere geht auf. Insofern habe ich schon vorher auch daran gedacht, die andere Tür ein bisschen schon aufzumachen. Ich bin ja internationaler WM-Botschafter. Ich arbeite für Coca-Cola und Nike rund um den Fußball in der Marketingabteilung. Und das sind natürlich interessante Aufgaben, die mir auch wieder Ziele geben, wo ich schon gesehen habe, dass ich sehr viel Spaß dran haben werde. Mit Sicherheit ist jetzt auch ein bisschen Wehmut da, aber ich denke, dass vor allen Dingen jetzt meine Freunde, meine Frau, meine Familie mir natürlich helfen wird und ich sehe dem Ganzen eigentlich sehr optimistisch und locker entgegen. Nach 18 Jahren Profifußball verschwindet er aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit, ohne in die Bedeutungslosigkeit abzutauchen. Denn Oliver Bierhoff kann stolz sein auf eine ungewöhnliche Karriere. Also ich verabschiede alle Zuschauer von La Ola, die mich natürlich über mehrere Jahre hier in Italien begleitet haben. Und sage danke an alle deutschen Fans, die mich auch in der Nationalmannschaft immer unterstützt haben. Das war wirklich eine traumhafte Zeit. Grazie. Und ich werde dich super vermissen. Ja, vielleicht rufst du mich an. Ja. Okay. Okay.